wenn ich gefragt werde, warum macht ihr das in unserem Alter noch, dann kann ich nur sagen, wir machen das für die nächste Generation. Photovoltaik ist ja seit gut 20 Jahren ein Thema. Das ist ja nicht neu, hat mich immer interessiert. Es ist einfach die Zeit reif. Der Ölkessel hatte jetzt ein Alter so kurz vor der Grenze. Dann kam die Überlegung, PV-Anlage mit Batterie. Dabei war auch immer der Gedanke, das möglichst mit der Wärmepumpe gleich zu kombinieren. Der Grund, die ganze Anlage bei 1,5 Grad zu bestellen, war eigentlich der Heartbeat. Damit können wir die Effizienz der Wärmepumpe und der Photovoltaik dann auch noch steuern. Diese einzelnen Komponenten der Anlage sind ja alle für sich in Ordnung, aber sie kriegen die volle Wirkung ja erst, wenn man sie so steuert, dass sie optimal alles regeln. Die Handwerker waren super, sehr ordentlich alles gemacht. Hut ab von diesen Mitarbeitern. Ich wüsste keine Einschränkung, wem ich 1,5 Grad nicht empfehlen könnte, weil bisher alle Abläufe vom Angebot, Beratung zwischendurch bis zur endgültigen Montage alles zügig und auch organisiert abgelaufen ist. Man könnte jetzt sagen, also in unserer Altersgruppe sollte man vielleicht solche Missionen nicht angehen. Ich meine, das ist aber genau falsch rum. Wenn wir diese Möglichkeiten haben und wissen, wie die Zukunft aussehen wird, dann sollten wir das eben tun.